Willkommen bei Amazing Discoveries. Der Duft von Tannengrün, heller Kerzenschein, bunt verpackte Geschenke und leuchtende Kinderaugen. Zeit zum Plätzchenbacken für ein Weihnachtskonzert oder einen besinnlichen Abend am Kaminfeuer, während es draußen schneit. So wünschen wir uns Weihnachten. Die Wirklichkeit sieht oft ganz anders aus. Zeitdruck und Einkaufsstress in trübem Regenwetter, endlose Warteschlangen an den Kassen und nicht selten eine Burnout-ähnliche Benommenheit am Heiligabend. Wie wird Weihnachten in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen Deutschlands eigentlich gefeiert? 69% aller Deutschen wollen Weihnachten im Kreis der Familie erleben. 41% feiern, weil sie die weihnachtliche Stimmung voller Lichter, Musik und Gerüche genießen. Stressig hingegen haben es die Zusteller der deutschen Paketdienste. In der Weihnachtszeit wollen fast doppelt so viele Pakete zugestellt werden wie gewöhnlich. Im Durchschnitt alle 3 Minuten ein Paket pro Zusteller. Nur ein Viertel der Deutschen denkt bei Weihnachten an die Geburt Jesu. Etwa 10% kennen diese Begründung der Weihnachtsfeier gar nicht. 6% feiern kein Weihnachten und 3% sind zum frohen Fest allein. Das sind immerhin beinahe 2,5 Millionen Menschen. Etwa 4 Millionen Deutsche leiden an Depressionen. Wie sie wohl Weihnachten erfahren? Alle 53 Minuten begeht ein Mensch in Deutschland Suizid. Auch zu Weihnachten? Etwa 70.000 Menschen hier in Deutschland werden Weihnachten im Gefängnis verbringen. Knappe 600 davon befinden sich in Sicherheitsverwahrung. Wie sie dort wohl hingeraten sind? Jeden Tag sterben 3 Menschen in Deutschland an illegalem Drogenkonsum. Für Geschäfte und Händler sind es gewinnbringende Zeiten. Allein in Deutschland verzeichnen sie in den Monaten November und Dezember eine Umsatzsteigerung auf etwa 98 Milliarden Euro. Trotzdem gehen auch zu Weihnachten 800 Millionen Menschen auf der Welt hungrig zu Bett, darunter 300 Millionen Kinder. Und geschätzte 420.000 Menschen in Deutschland haben keinen festen Wohnsitz. Weitere 440.000 Menschen sind wohnungslose Flüchtlinge. Von diesen über 800.000 Obdachlosen sind ca. 30.000 noch minderjährig. Wie sich Weihnachten unter einer Brücke wohl anfühlt? Rund 5.700 Abtreibungen finden in der Adventszeit statt. Unschuldige Kinder, die nie ein Weihnachtsgeschenk bekommen werden, und Mütter, die oft jahrelang von Schuldgefühlen gequält werden. Wir sind eine Gesellschaft geworden, die für Tausende und Abertausende Kinder keinen Platz mehr hat. Nicht mal in einem Stall. Ist überhaupt irgendwo noch Platz für das Kind in der Krippe? Oder sind wir so zufrieden mit der Feier einer 2000 Jahre alten Geschichte, dass wir den lebendigen Christus von heute nicht mehr gelten lassen? Wie würde Weihnachten aussehen, wenn wir nicht dem traditionellen Baby in der Krippe, sondern dem, der sanft an unsere Herzenstüren klopft, mehr Raum in unserem Leben gewähren würden? Wenn wir, während wir uns gegenseitig Geschenke ausdenken, den nicht vergessen würden, der alles dafür gegeben hat, um Erlösung für uns greifbar zu machen? Wie würde er sich freuen, wenn wir zeigten, dass wir auch an ihn denken? Wie könnten wir ihm weniger zurückschenken? Nur das ganze Herz kann gut genug sein. Und wenn wir diesen Schritt wagten, würden wir ihm dann nicht begegnen? Im Flüchtling und Obdachlosen? Im Gefangenen? Im Einsamen? Im Hungrigen? Wie wäre Weihnachten, wenn wir unsere Geschenke im Alten- oder Kinderheim, im Gefängnis oder unter der Brücke verteilen würden? Wie wäre Weihnachten, wenn jeder nur ein Geschenk weniger kaufen
und das Geld an Bedürftige spenden würde. Geteilte Freude ist doppelte Freude. In der Umsetzung sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Gottes Wort fordert uns auf, unsere notleidenden Mitmenschen so zu behandeln, wie wir selber es in ihrer Situation wünschen würden. Und indem wir das tun, kehrt Freude und Heilung bei uns selbst ein. Der Prophet Jesaja drückt es so aus: Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus? Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen frohe und helle Weihnachtstage.